Es ist so selbstverständlich, dass wir als politische Häftlinge zusammenhielten. Und wir machten keinen Unterschied zwischen Sozialdemokraten, Kommunisten und KPU-Leute oder was weiß ich. Auch die Bibelforscher wurden in diesen Kreisen mit einbezogen. Und wir sprachen nicht mehr von Genossen schlechtweg. Wir sprachen einfach vom Kumpel. Kamerad vom gleichen Lager, komm mit im ersten Schritt. Ob jung, ob alt und hager, die Welle reißt uns mit. Lasst nur die Wolken reiten, Winde und Wetter vergehen. Einst kommen für uns bessere Zeiten, die wollen wir noch sehen. Ich kam im Juni nach Stuttgart zurück, 1945. Ja, das war alles ungemein schwer. Wir hatten die Vorstellung, dass auch eine gemeinsame Arbeiterbewegung geben müsse. In Baden-Württemberg und überall waren diese hauptamtliche Stellen immer paritätisch besetzt. Ein Kommunist, ein Sozialdemokrat, zuweilen auch ein Christlicher, wenn er da war. Nicht? In der überwiegenden Teil war der Auffassung, wir sind doch politisch interessiert in der damaligen Zeit, es muss eine gemeinsame Arbeiterbewegung zustande kommen. Wir wollen auch gegen den Faschismus. Die Reste des Nationalsozialismus wollten wir ausrotten. Du liebe Zeit. Was haben wir für Verrenkungen gemacht? Um den Unternehmer rauszuhalten und so weiter und jene nicht mehr reinkommen zu lassen. Sie alle kamen wieder. Nicht nach Jahren kamen sie doch im Zuge der Entnazifizierung und so weiter. Nein, uns schwebte etwas ganz, ganz anderes vor. Wir wollten neu beginnen, neu beginnen. Nicht Wiederaufbau auf den alten Fundamenten. Aber aus unserem Neubeginn ist nichts geworden. Und wir hatten Narrenfreiheit als Gewerkschaftler damals in den Betrieben. Wenn ich zum Beispiel in einen Betrieb kam, da wurde ich empfangen von einem Chef, nicht wahr? Ob der ein Industriekapitän von der Größe von Haspel war und wie sie alle so hießen. Da wurde ich empfangen und alle Unterredungen oder Sitzungen wurden abgebrochen. Und der Gewerkschaftsvertreter kam. Und dort beteuerten sie unentwegt, dass sie gelernt hätten aus der gegenwärtigen Situation. In einem feierlichen Akt übergab in Hamburg ein Vertreter der Militärregierung das Haus, das bis zum Jahre 1933 Eigentum der Freien Gewerkschaften war, wieder seiner ursprünglichen Bestimmung. Paul Bebert, ein alter Baugewerkschafter, hat lange im Konzentrationslager auf diesen Tag gewartet. Mit meinen Hammerschlägen werde ich die Giftzeichen des Nationalsozialismus von der geistigen Waffenschmiede der Hamburger Arbeiterschaft entfernen. Ich vergaß in diesem Augenblick die Dynamik einer kapitalistischen Wirtschaft. Nicht wahr? Es wurde ja nichts geändert. Auf gesetzlichem Wege wurde ja nichts geändert. Die Besitzer durften ihre Produktionsmittel behalten und erhalten. In Nürnberg wurde der Prozess gegen eine Reihe leitender Direktoren der Krupp-Werke beendet. Die Hauptangeklagten Alfred Krupp von Bohlen und Halbach und zwei andere Großindustrielle der Rüstungsindustrie erhielten je 12 Jahre Gefängnis.
In Landsberg am Lech öffneten sich die Tore des Gefängnisses für 33 ehemalige Häftlinge, die der amerikanische Hohe Kommissar auf deutsche Vorstellungen hin begnadigt hat. Unter den Entlassenen Alfried Krupp von Bohlen und Halbach. Ja, ich kann mich sehr wohl erinnern, dass die Betriebsräte damals Mühe hatten, die Arbeiter, die früher im Betrieb waren, aus Kriegsgefangenschaft zurückkehrten, wieder in die Betriebe hereinzubringen, um die Maschinen zu entrosten, den Betrieb zu entrümpeln. Damals brachten wir doch die primitivste Warenproduktion wieder ein bisschen in Gang. Wir waren die Substanz, sagen wir einmal die gesellschaftliche Substanz als Arbeiter. Soziologisch gesehen waren wir eine Klasse, aber im Bewusstsein in der Arbeiter, der Arbeitnehmer, wie man so schön den Begriff dann prägte, waren wir alles andere als eine Klasse. Jeder war sich zunächst selbst der Nächste. Das muss missbegriffen werden, um das Damalige zu verstehen. Und der Kardinalfehler, nicht wahr, der begann damals dort, wo die Amerikaner, nicht wahr, die Vergesellschaftung der Produktionsmittel absolut verhinderten, nicht wahr? Präsident Thomens zur Rückkehr General Klees heißt es, sein Name wird immer mit einer der schwierigsten Aufgaben und größten Leistungen in der amerikanischen Geschichte verbunden bleiben. Man muss begreifen, damals hat die Sozialdemokratische Partei hat die Losung ausgegeben, Sozialismus, die Gegenwartsaufgabe, nicht die Zukunftsaufgabe, sondern die Gegenwartsaufgabe. Und das Adenauer Programm sagt dasselbe, Sozialismus als Gegenwartsaufgabe, nur mit Hilfe dieses Systems vermag man aus diesem Schutt und aus diesen Schutthäufen wieder und aus diesen zerbombten Städten und diesem Zusammenbruch, diesem moralischen, ideologischen Zusammenbruch wieder herauszukommen. Ich weiß nicht, ob das junge Menschen zu begreifen vermögen. Man fügte sich. Es war nirgends irgendwie eine Aufbruchstimmung vorhanden, nicht wahr? Nach neuen Ufern. Diese Gewerkschaftsbewegung im Rahmen einer parlamentarischen Demokratie, nicht wahr, ist eben dem Grunde nach eine reformistische Bewegung, nicht wahr? Eine reformistische Bewegung, das heißt, ein Kampf um kleine und kleinste Reformen am Arbeitsplatz, bei der Betrieb, die Burg ist, nicht wahr, von der aus der Kampf um diese Reformen geführt werden muss. Ich erinnere mich sehr wohl der Rede, die Hans Böckler auf dem Gründungskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in München gehalten, wo er sagte, hütet die Einheitsgewerkschaft wie ihren eigenen Augapfel. Lass es nicht mehr zu, dass sich Absplitterungen ergeben. Das Grundgesetz muss verwirklicht werden. Darum unser Widerstand und darum unser Nein zu den Notstandsgesetzen. Von uns fernhalten wollen,
dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir mehr wie bei bisher uns in der Solidarität verbinden, eingedenk jener los. Millionen sind stärker als Millionäre. Es waren harte Zeiten, viele Enttäuschungen. Aber das war die ganze Geschichte der Arbeiterbewegung. Mehr Enttäuschungen, mehr Niederlage als Siege, aber wir haben Siege. Und Siege haben wir errungen unter Bedingungen, die alles andere als zuweilen gut war. Was mir entscheidend war die Verkürzung der Arbeitszeit, die Einführung der 40-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das war für mich das Erlebnis, als ich spürte, dass für den Arbeiter der Samstag so zu einem Vorfeiertag wurde, wo er auf den Markt gehen konnte, wo er seiner Frau helfen konnte, wo der Sonntag echt zu einem Sonntag gemacht werden durfte. Weil am Samstag all diese äußeren Arbeiten ihre Erledigung zu finden vermochten. Das war für mich eine ungemeine Genugtuung, dass uns dieser Durchbruch gelang. Erster Mai 1963, Tag der Arbeit. Für die Metallarbeiter in Baden-Württemberg ein Tag des Arbeitskampfes. Sie fordern höhere Löhne. Sie wollen beteiligt sein am wachsenden Gewinn der Metallindustrie. Auch sie wollen ihren Anteil am steigenden Wohlstand. Die Unternehmer aber sagen nein. Sie lehnen jede Lohnerhöhung ab. Sie fordern Lohnstopp. Als nach wochenlangen Verhandlungen die IG Metall den Streik ausruft, verkünden sie die totale Aussperrung. Eine 500.000 Metallarbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze. Sie sind aus ihren Betrieben hinausgeworfen. Zum ersten Mal seit 35 Jahren findet in Deutschland eine Aussperrung statt. Willy Bleicher prangert die Taktik der Unternehmer bei der ersten Lohnverhandlung an. Sie sagten nein. Es ist nichts anderes als diese alte Platte der 20er und